Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin. Ja, im letzten Part mit Benny sind wir leider daran gescheitert, diese blöden Störche kaputt zu kriegen. Aber genau das werden wir jetzt besser machen. Ja, den Schuhkarton haben wir schon durch die Gegend geschoben. Und im Prinzip geht es jetzt nur noch darum, die Störche zu besiegen und das letzte Raumschiffteil aus diesem blöden Wald der Hoffnung hier rauszuholen. Ja, wie machen wir das? Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Wir brauchen ganz viele rote Pikmin. Und es ist in der Tat normal, dass bei diesem Kampf viele Pikmin draufgehen werden. Ja, gucken wir mal gerade auf die Karte. Wo war dieses blöde Teil? Da hinten. Genau, wir müssen hier lang. Ja. So, wir haben keine 100 Pikmin mehr von den roten. Ja, hier haben wir zum Beispiel einen großen Gegner. Wir wollen mal kurz ein bisschen Population wiederherstellen. Denn so ganz ohne... Also ich weiß ja nicht, wie viele jetzt hier draufgehen werden. Aber wenn es 80 sein werden, habe ich hinterher nur noch 3 rote Pikmin. Und das darf nun wirklich nicht sein. Deshalb... auf dem Weg hier ein paar Gegner smashen, in die Zwiebel bringen und neue Pikmin herstellen. Ja, sehr gut. Da ist wieder nochmal so ein großer. Wir müssen zwar hier links, aber erstmal gehen wir nach rechts und machen hier die paar Viecher noch platt. Das sollte dann reichen, damit hätten wir dann auch wieder über 100 rote Pikmin. Und alle drauf da. Vollgas. Mach die platt. Oh, nö. Du sollst uns nicht fressen hier. Affe. So. Dann können wir auch gleich hier direkt einen kleinen hier fertig machen. Aua! Menschenskinder. Ihr habt doch echt einen Arsch offen hier. Wollen denn hier die ganzen Käfer jetzt auch noch? Ach so, genau, das war dieses Käfergebiet. Ja, ich erinnere mich. So, den kaputt machen. Oh nein! Den kaputt machen. Komm, mach den kaputt. Nicht mich kaputt machen hier. Ja, ein paar Pikmin gehen drauf, aber das kann man leider nicht verhindern. So, nehmt es mit. Sehr schön. Ja, sehr gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warum denn? Das ist jetzt gar nicht gut. Leute. Warum? Habt ihr wenigstens den einen großen durchgekriegt? Ja. Oh Mann. Ja, ich habe eben gesehen, wir haben hier noch ein paar blaue. Die müssen wir mal eben reinschicken, damit wir mehr rote rausholen können. Du kommst mit. Geht mal nach Hause. Das waren jetzt, in der Tat unvorhergesehene Schwierigkeiten. Naja, wir ernten erstmal Pikmin und gucken mal, was dabei so rumkommt. 86 Pikmin draußen. Das ist weniger, als ich mir vorgestellt habe. So ein Mist. Naja. So. Dann sind wir gleich wieder fertig mit Ernten. Und dann machen wir den anderen Dicken auch noch platt. Das ist... Wir sind ja jetzt hier irgendwie so ein bisschen plus minus null rausgekommen. Das war nicht geplant. Definitiv nicht. So. Alle drauf da. Macht ihn kaputt. Ja,
Ja, genau so soll das doch aussehen. Mann, 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 Leute. Hier sind überall noch ein paar Leichen, die könnt ihr alle mitnehmen. Alle mitnehmen. Genau. Und hier ist noch so ein Mistkäfer. Hä? Und der Mistkäfer jetzt hin. Naja, dann halt nicht. So ein bisschen Gras wäre nicht verkehrt. Um aus den Pikmin Blumen zu machen. So, müssen wir noch kurz warten, bis die sprießen. Aber immerhin haben wir jetzt genug. So, sehr schön. Damit hätten wir 100 rote Pikmin wieder. War ja eigentlich schon länger der Plan. Naja. So. Ihr auch noch. Und irgendwo fehlen mir noch 3. Naja. Hier ist erstmal Honig für euch. Genau, holt hier Honig raus. Kommt. Mehr Honig. Da ist noch gar nichts rausgekommen, ne? Was soll das denn? Toll! Gar kein Honig. Sehr gut. Nee, gar nicht gut. Okay. Da stehen noch Pikmin. Da kommen wir jetzt eh dran vorbei. So, dann geht es einmal hier lang. Ihr seid so langsam. Warum denn? Und irgendwie sind schon wieder ein paar auf dem Weg da stehen geblieben. Nein, nicht da hängen bleiben. Ja, diese KI ist echt, naja. Ja, eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar habe ich ja letztens, als ich mit Benny aufgenommen habe, auch ein paar Diablo 3 aufgenommen gehabt. Leider ist es total in die Hose gegangen. Das Spiel hat grandios geruckelt und irgendwie lief alles nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wird besser. Nein. Ja, von mir aus, dann schiebt es halt nochmal weg. Wird besser. Ich werde es auch nochmal machen. Ich muss mir nur vorher was einfallen lassen. Ach so. Nein, nein, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser, Leute! Kommt da raus. Ihr sollt da rauskommen. Danke. So. Na, immerhin habe ich 77 hier rüber gekriegt. Das ist echt sehr schlecht gemacht hier. Ja. Die sind definitiv alle verloren. So, und ja, jetzt haben wir hier nochmal 2 Störche, ne? Ich hoffe, wir haben diesmal nur einen hier. Ja, genau, friss sie auf, du Affe. Wo kommst du wieder hoch? Da. Direkt an den Kopf hängen, genau. Da kann er euch nämlich nicht kaputt kriegen. Sehr gut. Ja, er ist fast draufgegangen. Ah, jetzt ist er direkt raus. Das war nicht gut. Komm, mach den platt, mach den platt. Jawoll! Nee, noch nicht. Ein bisschen hat er noch. So, sehr schön. Scheiß Vieh. So. Das war's mit dir. Das könnt ihr alles mitnehmen. Jetzt ist die Frage, wo ist das Raumschiffteil? Ach so, hier ist noch so ein Storch. Nein, 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 nein!
Also wenn er direkt komplett rauskommt, kann man ihn nicht angreifen, ohne ganz viele zu verlieren. So funktioniert's dann. Ja. So. Kommt her, kommt her. Und alle wieder drauf. Drauf, 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 drauf. Genau so. So geht das. Ja. Ein bisschen Leben hat er noch. Schade. Da. Komm, mach den platt, mach den platt, mach den platt. Jawohl. Er hat zwar wieder ein paar aufgefressen. Aber da kommt man nun mal nicht drum rum. So. Wir haben den Geigerzähler. Jedes Schiff benötigt einen Geigerzähler, aber wozu er dient, weiß ich nicht. Ab und an bewegt sich der Zeiger hin und her und ein lautes Geräusch ertönt. Aber das dachte ich nicht, aber das beachte ich nicht weiter. Ich finde, das Gerät ist ziemlich überflüssig. Andererseits sollte ich mir vielleicht doch die Anleitung durchlesen. Ja. Mit dem Geigerzähler ab nach Hause. Ja, ihr könnt das auch noch mittragen, bitte. So. Ja, Olimar ist dann auch fast tot. Aber das macht nichts. Denn das müsste es gewesen sein für diesen Part. Noch eben schnell zurücktragen und dann geht Olimar in den wohlverdienten Feierabend und der Wald der Hoffnung ist auch endlich leergeräumt. Da kann auch noch hier jemand mithelfen. Genau, so. Und hier auch noch. Dann laufen die Pikmin sogar selbstständig. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass hier kein blöder Gegner mehr auf dem Weg rumsteht. Aber ich glaube nicht. Ja, sehr schön. In 9 Tagen den Wald der Hoffnung geklärt. Und in der Tat gibt es ein 9-Tage-Run-Through durch Pikmin. Das schaffen wir leider nicht mehr. Aber ich finde, wir sind schon ganz gut dabei. Müssen jetzt 11 oder 12 Teile haben dann mit dem. Ich finde, das ist schon ganz gut. Und ich bin gespannt, was noch kommt. Wie gesagt, hier kenne ich eigentlich nichts mehr. Vielleicht mal, weil ich ein Video gesehen habe oder so. Aber definitiv nichts selber gespieltes. Ja. Wir können jetzt Radioaktivität entdecken mit dem Geigerzähler. Und wir haben ganz viele neue Pikmin. War auch Zeit. Insgesamt haben wir an Population dazu gewonnen. Das ist schon mal sehr positiv. Ja. Ach, guck mal, da hinten steht noch einer in der Ecke rum. Ja, ja. Was ich mir heute noch gekauft habe, ist The Binding of Isaac. Und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr denn lieber ein Binding of Isaac Let's Play oder ein Diablo 3 Let's Play haben würdet. Ich kann euch sagen, in Binding of Isaac bin ich sehr schlecht. Geigerzähler, dieser geschäftige Geselle gibt ein andauerndes Klick, Klack und ein Knarzen von sich. Das ist manchmal recht nervtötend. Ich habe 11 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch eins finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Ja, das kriegen wir hin. Im nächsten Waldabschnitt werden sich da garantiert noch Schiffsteile finden. So, ihr dürft jetzt alle nach Hause gehen. Gute Nacht zusammen. Oh, einen vergessen. So, du auch. Haben wir hier noch irgendwo Pikmin rumstehen? Da ist irgendwas Grünes auf der Karte. Keine Ahnung, was das ist. Grüne Pikmin gibt es nicht. Nein, das war's. Ja. Damit ist der Part heute schon was früher zu Ende. Captain Olimar kann mal eben ein bisschen Energie tanken. Oder auch nicht. Egal, am nächsten Tag haben wir eh wieder Energie. Ja. Gehen wir zum Sonnenuntergang. Gehen wir zum Sonnenuntergang. Ja. Perfekt. Ja. Kleine Tageszusammenfassung. 9 Tage seit Aufprall.
Psychilex. Der geradezu hypnotisch irisierende Körper dieser Kreatur ist sehr hart und bietet einen guten Schutz gegen Pikmin-Angriffe. Warum jagen die Pikmin sie dann mit solcher Verbissenheit? Ich frage mich, ob es Sinn macht, sie direkt mit Pikmin zu bewerfen. Ja, rote Population ist wieder nach oben gegangen. Sehr gut. Ja, und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Keep gaming. Ciao.